Gehört der Islam zu Europa? Norbert Nelson. Internationalen Sozialisten. Normal sollte es nicht Aufgabe der Marxisten sein, Partei für einen Überbau des Kapitalismus zu ergreifen. Hier geht es aber um ein ganz Volk. Was mit der Verneinung dieser Frage als nicht zu uns gehörig eingestuft wird. Es geht auch nicht um die Frage, ob der Islam reaktionär oder modern ist. Darauf antwortet der Islamwissenschaftler Ahmed Abdel Samad, Zitat: Der Koran ist ein Supermarkt mit vielen Produkten und jeder kann sich daraus bedienen. Wie er möchte, auch im Koran findet man alles. Zitat Ende. Wie in allen Religionen. Die Religion wird vom Staat geformt. Es geht nur um die Frage, haben die Muslime die gleichen Rechte wie die Christen? Gehört ihre Religion auch gleichberechtigt zum kapitalistischen Europa? Für einen neutralen Historiker wäre das eine komische Frage. Natürlich gibt es den Islam in Europa. Im Jahr 1453 eroberten die Osmanen die europäische Osthauptstadt Konstantinopel und bauten Kirchen in Moscheen um. Auch vor der Eroberung gab es schon zwei arabische Moscheen. Zitat Wikipedia: Nach der erfolglosen zweiten Belagerung von Konstantinopel, in Klammern 717 bis 718, hatten sich der arabische Heerführer Maslama und der byzantinische Kaiser Leo III. Auf die Errichtung einer Moschee für die arabischen Kriegsgefangenen bzw. für die in der Stadt aktiven muslimischen Länder geeinigt. Zitat Ende. Also wir sehen, unter vernünftigen Menschen findet man immer einen Weg, womit beide Seiten leben können. Es geht doch. Nur die christlichen Kreuzfahrer duldeten keine andere Religion und brannten 1203 die Moscheen nieder und ermordeten in der Folge viele orthodoxe Christen. Ob so viel barbarischen Hasses durch die überheblichen westeuropäischen Christen, kommt die endgültige Einnahme von Konstantinopel 1455 schon wie ein zivilisierter, logischer Schritt vor. In der Folge eroberten die Muslime den ganzen Balkan. Die Islamisierung vom Kosovo, von Albanien und Bosnien-Herzegowina bestehen heute noch freiwillig. Und wieder wurden sie 1992 von den Christen überfallen, diesmal von den Orthodoxen. Also einige noch sagen, die Moslems wären aggressiv. Aggressiv waren immer die Christen. Also das ist schon sehr anmaßend. Angesichts von drei bestehenden islamischen Staaten, fünf islamischen Republiken im europäischen Kaukasus von Russland und dem europäischen Teil der Türkei mit der ehemaligen Hauptstadt Ostroms davon zu sprechen, dass der Islam nicht zu Europa gehöre. Noch dazu gibt es in allen westlichen Staaten Anteile von muslimischer Bevölkerung. Jetzt kann man darüber streiten, da diese Länder bis jetzt noch nicht zur EU gehören, ob der Islam zum Kern Europas gehört. Aber letztlich ist das moderne Europa ein Produkt des Islams und deshalb gehört der Islam zum kapitalistischen Europa. Der Islam war praktisch unser Geburtshelfer, oder kann man noch sagen, der Islam war der Schöpfer, aber er gehört nicht dazu. Nein, wirklich nicht. Als Geburtshelfer
gehört er ja dazu. Zwischenüberschrift: Der Niedergang Europas. Als das Römische Reich unterging, gab es einfach nicht die Stafette weiter an das Römische Reich deutscher Nationen, sondern ging richtig unter. Es zog sich aus allen Ländern zurück und ließ überall ein Chaos zurück. Vergleiche: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Die Sklavenhaltergesellschaft. Link 2. Gleichzeitig setzt die Völkerwanderung ein, so dass man überall keinen stetigen Aufbau hatte. In Deutschland gab es unzählige kleine Staaten, die auch ständig wechselten. Überall schüttelte die Völkerwanderung alle Orte kräftig durch. In Köln zum Beispiel gab es um 500 den König Sigibert. Link 3. Zitat Wikipedia. Nach dem Geschichtswerk Decem Libri Historiarum des Gregors von Tours stiftete Chlodwig I. Sigbert Sohn Chloderich dazu an, seinen Vater zu ermorden. Dieser ließ seinen Vater daraufhin tatsächlich umbringen und wurde für kurze Zeit sein Nachfolger. Wenig später bezichtigte Chlodwig ihm deshalb, ein Mörder zu sein, und ließ ihn umbringen, obwohl Chlodwig ihn vorher in einer Schlacht gegen die Westgoten unterstützt hatte. Daraufhin wurde Chlodwig auch zum König der rheinischen Franken erhoben. Zitat Ende. König Chlodwig von Franken in Frankreich und Benelux des Merowinger-Geschlechtes, Link 4, war der erste König der Franken und ließ sich als Christ taufen. Die Merowinger wurden von ihren Hausmeiern, ihren Burgverwaltern, dem Karolinger-Geschlecht, abgelöst. Das Karolinger-Geschlecht hat seinen Ursprung in Metz in Frankreich. Die Meuchelmorde eines Chlodwigs war etwas ganz Normales in dem frühen finsteren Mittelalter. Auch Karl der Große herrschte ziemlich blutig auch bei der Christianisierung unter den Sachsen. Wie heute die Isis, dem König von Bayern, ließ er arme Beine und die Zunge abschneiden, dass er nie wieder König sein konnte. Das Thema der Selbstjustiz des Adels wird ja auch in dem Nibelungenlied beschrieben. Link 5. Der historische Kern oder Anknüpfungspunkt der Sage ist die Zerschlagung des Burgunderreiches im Raum von Worms. In der Spätantike, um 436, durch den römischen Heermeister Aetius mit Hilfe hunnischer Hilfstruppen. Hier hat der Adel zum Schluss in der Sage bei der Hochzeit von Grimhild und Etzel Attila sich auch gegenseitig umgebracht. Mord und Totschlag waren in dieser Zeit normal, so dass erst 1190 bis 1210 das Lied der Klage gegen die Selbstjustiz und die Blutrache von einem Mönch im Auftrag des Bischofs von Passau, Wolgar von Erla, verfasst wurde. Per Gesetz wurde die Selbstjustiz des Adels erst verboten mit dem Sachsenspiegel von 1220 bis 1235. Link 6. Es gilt als das bedeutendste und gemeinsam mit dem Mühlhäuser Reichsrechtsbuch als ältestes Rechtsbuch der deutschen Geschichte. Und auch dann noch hatten die Freien, das heißt der Adel, besondere Federrechte. Bis 1495
Zum Reich Sachsen-Worms. Also vor 1235 herrschte die Gesetzlosigkeit. Das frühe Mittelalter war recht düster und blutig. Statt zum Arzt ging der brave Christ zum Exorzisten, weil Krankheit eine Strafe Gottes sei. Die Gesellschaft war durch und durch für den Krieg organisiert. Die adligen Ritter stellen im Mittelalter die wichtigste Kampftruppe für die Kriege des Königs dar. Dafür erhalten sie vom König ein Lehen. Und die Bauern in diesem Lehen müssen ihrem Lehnsherrn 30% Abgaben bezahlen. Der Ritter verspricht ihm dann Schutz. Dem Bauer bleibt nur so viel, dass er wie seine Schweine zu fressen hat. Es gab viele Hungersnöte in dieser Zeit. Dazu kam noch ein schlechtes Klima im frühen Mittelalter. Am besten lässt sich der Niedergang eines Landes an der Kunst ausdrücken. Hier haben wir ein römisches Mumienporträt. Links eben. Die Malerei ist auch schon ziemlich ausgereift. Darunter ist das Fresko aus dem 8. Jahrhundert einer Südtiroler Kirche. Link 8. Das mutet dagegen an wie Kinderkritzeleien. Die Menschen haben sich in Zentraleuropa ganz schön zurückentwickelt. Zwischenüberschrift: Der Aufstieg Europas durch den muslimischen Wissenstransfer. Zwischen 711 und 1492 besetzten aber die Muslime glücklicherweise Spanien, Sizilien und Süditalien. In Spanien bauten sie eine viel weiterentwickelte Welt in Al-Andalus auf. Link 9. Schließlich bauten die Muslime in Bagdad auf die Hochkultur von Mesopotamien und Babylon auf. Damit hat Europa Glück im Unglück gehabt. Córdoba wurde ein Zentrum der Gelehrsamkeit. Die Straßen waren teils beleuchtet. Die Häuser und Burgen waren lichtdurchflutet mit Gärten und Brunnen. Die Wassermühlen von Bagdad, wo sie schon ab dem 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bekannt waren, wurden weiterentwickelt und waren viel größer als die in Zentraleuropa. Sie bauten damit schon eine große Kanalisation aus. Allgemein ist bekannt, dass wir das Zehnersystem von den Arabern haben. Für die Kirche aber war die Null die Zahl des Teufels. Wenn man an eine Zahl drei Nullen dranhängt, also dreimal nichts, war sie plötzlich das Tausendfache. Nein, das war Hexerei. Und deshalb hielt die Kirche noch 200 Jahre länger an dem römischen Zwölfersystem fest. So gibt es muslimische Mathematiker wie den bekannten Vater der Algebra, Arizmi, Wikipedia, Al-Schwarizmi. Link 10. Zitat: Arizmis Reise in die Algebra. Algebra ist ein Mathematikzweig, der sich der Struktur, Relation und der Menge widmet. Unbekannte Größen werden mit Zeichen und Buchstaben symbolisiert und mit Hilfe von Gleichungen gelöst. Algebra ist eine Theorie, die rationale, irrationale Zahlen und geometrische Größen miteinander verbindet und sie als algebraische Objekte verwendet. Mit Algebra erreicht die Mathematik eine neue Dimension und wurde zu einem weiten Begriff. Arizmi hielt fest,
dass in Indien, wo er sich eine Zeit lang aufhielt, ein anderes Zahlensystem verwendet wurde als Buchstaben.